Heulender Kommentar. Ja, hier sind wir wieder bei Fallout New Vegas und jetzt auch wirklich. Ich guck meine beiden Mitschülern. Ja, jetzt wirklich auch. Oh, mir ist was aufgefallen. Mir ist was extrem Dummes aufgefallen. Ich habe die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit nicht 3D aufgenommen. Also, keine Ahnung, ich habe das Profil bei meinem Programm nicht verändert. Aber ich habe auch nachgeguckt. Bei Abfolge 14 funktioniert auf einmal das 3D nicht mehr. Ja, ich habe dann 3D aufgenommen, linker und rechter Bildschirm. Aber wenn man die zusammenfügt, ist es einfach ein 2D-Bild. Richtig dumm. Das ist so eine Sache, die regt mich richtig auf, ey. So richtig, ey. Es sind so viele Folgen, was 3D jetzt angeht, sind total sinnlos. Was Ah! gibt's denn da so dumm zu glotzen? Ach, die Schnauze, Mann. So, ich bin ja aufgeregt hier. So, und ich weiß auch ein bisschen, wie es weitergeht von der Quest her, weil ich das jetzt mal vorher probiert habe, weil ich dachte die ganze Zeit, warum komme ich nicht weiter? Warum komme ich nicht weiter? Hey, mittlerweile habe ich es rausgefunden. Und deswegen, wenn wir jetzt mit Trike sprechen. Sie schon wieder? Fassen Sie sich kurz. Wenn ich das noch alles im Kopf habe. Hey, was machen wir hier? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich bin nur ein Gast hier, der sich ein wenig amüsiert. Naja, das glaube ich wohl nicht. Erzählen Sie mir, was mit den Prostituierten passiert ist. Mann, ich und mein Deutsch. Oh Mann, ich will gar nicht darüber nachdenken. Das ganze verdammte Blut. Ich war wie jeden Abend im Hotel. Ich habe ein paar Drogen mit dem Mädchen genommen, mit dem ich da war. Aber sowas haut mich nie um. Dieses Mal schon. Plötzlich wache ich auf und sie liegt neben mir, erstochen. Neben dem Bett ist ein Messer und ich bin voll von ihrem Blut. Welche Drogen haben Sie genommen? An diesem Abend? Hauptsächlich Buffout. Verschnitten mit ein bisschen Jet und runtergespült mit Whisky. So wie jeden Samstagabend. Boah, so jeden Samstagabend. Naja, dann. Hier kommt wieder Doktor 6 von 10 zum Einsatz. Scheint mir jetzt nicht so viel zu sein, dass man deswegen eine ganze Nacht verliert. Was? Ja, stimmt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Ja, das war's fürs Erste. Bis dann. Nee, und jetzt bekommt man nicht immer eine Quest-Aktualisierung, dass es nicht so hart sein dürfte eigentlich. In Ja, Gomorra geht's immer jetzt muss zur ich erstmal, wo muss ich denn Sache. jetzt hin? Suiten? Nein. Da ist nur ein einziger Typ und den habe ich schon durchgesprochen und der sagt mir nichts. Ab jetzt hing ich bei meinem vorigen Test hing ich fest und die ganze Zeit, wow, muss ich jetzt ansprechen? Ich komme nicht mehr weiter. Bäh, bäh, bäh. Weil ich dachte, die eine Tür, die zu wäre, wo ich jetzt hingehe, die wäre zu und ich würde sie knacken, wenn ich da hingehen würde. Und dann gehen sofort die Schläger auf mich los und wollen mich verprügeln. Wollen mich aber so verprügeln. Ich hab Angst. Wir sind ja alle gleich feindlich. Ne, du Wichser? Ja, dafür habe ich nämlich den Ich habe Schlüssel. gehört, dass Sie den Schisser Benny Ich weiß verjagt zwar nicht, haben. wann ich den Ist nicht bekommen habe, aber schade ich hab drum. den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Jetzt müssen wir den Typ ansprechen, der hier oben rumgammelt. Hallo? Da, der Typen. Hey, Sie sind doch Cacinos Freund. Geht es um Geschäfte? Oh, ich würde gerne mit Troik sprechen. Ach, Troik? Was will er? Mehr Jet, neue Mädchen? Oder zur Abwechslung mal ein oder zwei Jungs? Nee, aber etwas an seiner Geschichte ist komisch. Was? Dass er ein blutrünstiger Jetschlucker ist? Das ist hier keine neue Geschichte. Sprache 53. Tolk ist ziemlich angespannt. Er wird nicht, was? Er wird mehr Ärger machen, als er wert ist. Ja, ich sehe, worauf Sie hinaus wollen. Gut, sagen Sie Troik, dass er sich auf den Weg machen kann. Alles klar, auf Wiedersehen. Gut, kommen Sie jederzeit wieder. Er sagt das mal nachher. Runter zu Troik. Boah, wir nehmen den kurzen Weg. Wir sind cool. Boah, und außerdem brechen wir uns keine Beine. Hui. Ich habe gesagt, hui. Na, alles gut. Und rein theoretisch kann ich das Spiel auch in 60 FPS aufnehmen. Aber jetzt will ich es nicht tun, weil ich habe jetzt mit 30 FPS angefangen. Und das 3D funktioniert auch wieder. Hoffe ich mal auf jeden Fall. Wenn ich den 60 FPS aufnehme, sind die immer so scheiße groß. Und ich will mir jetzt nicht extra diese Eligato 60 kaufen, damit die Videos kleiner bleiben. Deswegen mache ich erstmal mit Fraps, dann kann ich mir auch ein SSD kaufen. Habe ich ja schon mal erwähnt. Die kostet auch Geld. Aber naja, wenn ich mir überlege, mein scheiß Renderrechner, der jetzt endlich wirklich, jetzt ist er komplett, jetzt habe ich auch ein neues Gehäuse gekauft.
den habe ich jetzt auch so viel Geld reingesteckt, bestimmt 500 oder 600 Euro insgesamt. Ja, na, lass doch die Scheiße Let's Plays und ich verdiene nicht mal Geld damit. Was mache ich hier? Nur wegen dir, Troik. Sie schon wieder? Fassen Sie sich kurz. Aber die ist ja auch schon wieder bald. Ja, egal. Vixel ist bereit, sie gehen zu lassen. Scheiße, wirklich? Okay, ich helfe Ihnen, aber sobald ich kann, haue ich von ihr ab. Okay. Was können Sie mir über die Schusswaffen oder die Schusswaffen der Omettas erzählen? Sie lagern sie in einem kleinen Mehrzweckbereich im Keller. Keine Ahnung, warum sie sich bewaffnen, aber ganz sicher nicht zum Wohl der Menschheit. Wie gelangen die Schusswaffen auf den Strip? Ich bin ziemlich stolz auf mich selbst. Das ist ein Geniestreich, wenn ich mal so bescheiden sein darf. Die Sache beginnt mit einem alten Kumpel aus der Republik. Er ist für die Verpackung und den Versand von Nachschub an die RNK auf dem Strip zuständig. Er markiert alle Container, die Lebensmittel und Medikamente enthalten, und packt dann Waffen und anderen Scheiß rein. Dann muss man nur noch den einen oder anderen Kerl schmieren, damit ich mir ein oder zwei Container aus jeder Lieferung aussuchen kann. Kinderleicht. Ich habe noch mehr Fragen über die Bum-Bum-Waffen. Gut, aber machen Sie schnell. Ja, oh ja, was können wir tun, um die Waffen auszuschalten? Ich habe als kleines Hobby etwas Thermit hergestellt. Thermit brennt wie das Arschloch des Teufels und schmilzt so ziemlich alles. Ich wollte, dass ich noch ein wenig Schaden anrichten kann, wenn die Familie mich hintergeht und bevor ich sterbe oder im Gefängnis lande. Sprache 70. Wow, ich bin der Sprachenpower. Wenn Sie das Thermit nicht selbst anwenden, erzähle ich dem Boss, was Sie vorhaben. Hey, was soll der Scheiß? Okay, ich lege das Scheiß Thermit selber. Verziehen Sie sich eine Weile aus dem Casino. Ich kümmere mich darum, während Sie weg sind. Na, es gab. Ich verzieh mich. Das ist geil. Verziehen Sie sich eine Weile. Ja, gehst raus, kommst wieder rein. Job erledigt. Hey! Wie schön, muss ich es eben nicht selbst machen. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, dann ist ja mein zweites Mal jetzt, hatte ich auch so viel Sprache und musste nicht selbst machen. Hab ihn überzeugt. Hey! Das heißt, das gleiche Spektakel, was mir letztes Mal widerfahren ist, als ich das Spiel gespielt habe, ist jetzt auch wieder so. So, dann gehen wir mal raus. Ich wollte außerdem auch mal ausprobieren, eben bei Fallout passt das nämlich richtig gut. So gesagt, dass ich wirklich im Spiel bleibe und so tue, als wenn ich der Charakter selbst bin. Das wollte ich eigentlich bei Fallout 4 mal machen, aber na, habe ich es doch mal gelabelt lassen, weil ich komme schon automatisch, ja, jetzt kann ich wieder rein. Richtig dumm, ey. Weil ich komme automatisch bestimmt wieder aus dem Charakter irgendwie raus. Willkommen im Gomorra. Ich kann eben nicht im Spiel bleiben. Ja, ja, aber hier kannst du mal versteckte Waffen behalten. So, und jetzt kann ich hier zu Mr. Diesen anderen Typen, den wir als erstes angesprochen haben, gehen. Ich hab keine Ahnung mehr, wie der komische Typ heißt. Wie heißt du? Ich weiß es nicht. Ist auch sinnlos. Okay, oh, guck mal, ich hab alle meine Waffen wiederbekommen. Ich guck's einmal rauf. Wo sind die Waffen hin? Ja, ja, die wurden mir ja gleich wieder abgenommen. Aber nein, das kommt ja alles hintereinander und muss abgespielt werden. Willkommen zurück im Gomorra. Genau, Casino heißt der Typ. Einen Burschen. Hey, was kann ich heute für dich tun? Wie kennst du doch. Troik hat die Waffen für mich zerstört. Der arme Wichser ist geschnappt worden, nachdem er alle Waffen eingeschmolzen hatte. Der Bastard hat deinen Namen gesagt, bevor er eine Kugel abbekam. Jetzt wollen dich die Bosse sehen. Oh nein, am meisten stellen wir das vor, so. Oh, war das gemacht und so weiter. Oh, ich würde eine Kugel verpassen. Es war 6 von 10. Für mehr reicht das nicht. Wie ich das damals so gesagt habe. Wie ist der nächste Schritt gegen die Pläne der Bosse? Jetzt müssen wir der Schlange die Köpfe abhacken. Big Cell und Nero müssen sterben. Okay, warum müssen sie sterben? Solange sie leben, können sie ihre Pläne einfach nochmal starten. Bisher haben wir alles nur verzögert. Die haben sicher noch Ausweichpläne. Das werden sie eine Kugel im Kopf haben. Wie kümmern wir uns um die Bosse? Sie sind etwas ärgerlich darüber, dass ihnen jemand in die Suppe gespuckt hat. Ich soll rauskriegen, wer dafür verantwortlich ist. Es wird nicht noch eine Chance geben, beide im gleichen Raum zu erwischen. Ich steck dir eine Wumme zu und du kannst sie platt machen. Alles klar, Sprache 75 geht leider nicht, also dann kümmern wir uns um die Bosse. Sieh zu und mach dich bereit. Ich geb dir eine Knarre, wenn du bei dem Zimmer bist. So, und jetzt habe ich ihn schön die ganze Zeit hinterher, bis er endlich mal da ist. Aber da ja das komische Casino oder Etablissement ja eigentlich gar nicht so groß ist, am meisten nachdem ich hier gefühlte 200 Mal runter, hoch, links, rechts, näher gegangen bin und immer dachte, dass der komische Typ auf Klo wäre,
Dabei ist er ja oben gewesen, wo ich ja eben durch diese scheiß Tür musste. Suchen wo ich Sie immer auch den Schlüssel habe, das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich schon eine von meinen letzten Episoden gucken. Auch schlecht, ne? Ich muss selbst meine eigenen Episoden gucken, um zu erfahren, wie ich Sachen bekommen habe. Naja, wenigstens kann ich das, ne? Wenn du es normal spielst, ist es eher unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man einfach so seinen Kram aufnimmt. Außer man nimmt reine Gameplays auf. Aber Unterschied zwischen Gameplays, Let's Plays und so weiter, das bespreche ich in einer anderen Episode. Nicht von diesem Spiel, sondern zu einem Spiel, was dazu passt. Erst wünschst du die Tür. Mal's klar. Hey, hier ist die versprochene Wumme. Ich würde sie benutzen, solange die beiden noch reden. Unterhalten wir danach uns. Werden sie dich nämlich drüben töten auf wollen. Auf der Couch ist es bequemer. Richtig sinnlos. Aber jetzt sagt er mitten im Raum. Unterhalten wir uns. Gut, unterhalten wir drüben uns. Drüben auf der Couch ist es... Ich nehme an, du weißt, warum wir dich hierher bestellt haben. Keine Ahnung. Nun, sie waren uns wirklich ein Dorn im Fleisch. Wir haben unsere geschäftlichen Pläne, bei denen sie uns leider aufgehalten haben. Ich bewundere das. Allerdings wollten wir sie wissen lassen, dass keine ihrer Aktionen auch nur die geringste Bedeutung hat und dass sie als Versager sterben werden. Oh nein, aber ich kann leider nichts sagen. Da muss ich euch leider umbringen. Zeit zu sterben, Saal. Gut, tanzen wir. Ja, darum muss ich leider aufstehen. Aber zum Glück schießt mein Freund mit. Stirb, Nero. Warum nutze ich eigentlich nicht den scheiß VTS? Das ist geil, der macht viel mehr Schaden natürlich. Nein, den will ich nicht umbringen. Akzeptiert. Oh, sie lieben mich, weil ich Typen vom Stüpfer geknallt habe. Natürlich rauben wir die gleich aus. Stromkarabiner nehmen wir gerne mit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas schon hatte, aber ich hoffe mal ja. Oder ich hoffe mal nein. Dann kann ich es zu diesen reparieren. Hier muss man ja noch reparieren, im Gegensatz zum Nachfolger. Hey, danke für deine ganze harte Arbeit. Ich werde hier ein hartes Regiment führen, keine Sorge. Ich will ein paar Spiele im Casino spielen. Na klar, nach allem, was du für mich getan hast, kriegst du auch ein paar Chips. Spiel und hab Spaß. Oh ja, das werde ich mit alles Geld verlieren. Tschüss. Tschüss. F5 verspeichern, ja, verspeichern. Und dann zuckelt er auch wieder rum, wie damals, als der scheiß Filter doch funktioniert hat. Aber stumpf ist, ich habe jetzt einfach nur umgestellt von Profil Fallout New Vegas auf Fallout 3. Das gleiche Spiel an sich und die gleiche Engine. Und auf einmal funktioniert das wieder. Ich habe keine Ahnung, warum sich das in einer Folge nach einer Folge zersprengt hat. Egal. So, Aufgabe abgeschlossen. Ach ja, apropos. Ich habe noch eine Nebenquest raus. Willkommen im Gemach. Ja. Mir gehört der Laden sowieso, also halt die Schnauze. Ich gebe dir noch eine Nebenquest. Die will ich noch kurz einsammeln, sonst vergesse ich die nämlich nachher. Und zwar, es ist ja kein Nie danach, aber naja. Nebenquests sind ja nie nach, ne? Aber die machen das Spiel besonders. Bei Fallout sind eben die Nebenquests das Spiel und nicht das Spiel, also die Hauptquests das Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Was? Normalerweise, Mann, bei mir stand letztens eine Ische hier und die konnte ich ausfragen und der hat ihm eine Quest gegeben. Muss ich die jetzt selbst suchen und ansprechen? Gerüchten zufolge plant die Legion ihre besten Männer gegen uns einzusetzen. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal auf die Aufgaben nach. Jetzt spackt er wieder rum. Miss House mitteilen, dass die Ometas neutralisiert wurden. Okay, dann heißt es, dass wir endlich in einer Hauptstory ein bisschen weiterkommen. Und warum ist das gut? Weil ich ja irgendwann mal mit dem Spiel fertig werden wollte. Aber warte, du hast doch noch einige DLCs. Ja, ich weiß, die kommen ja wahrscheinlich auch noch nicht. Ich hoffe, dass die eigentlich nicht so lang sind wie die anderen DLCs. Ich habe ja ganz schön lang gebraucht für die anderen Dinger, für dieses mit diesen Think Tank und diesen Robotern. Oh Gott, haben die viel gelabert. Und ich habe gehört, dass sie genau, dieses komische andere Casino-Ding, wo ich so dachte, oh Gott, komm ich denn nie in dieses scheiß Casino. Aber da habe ich ja so viele Stimpacks bekommen, jetzt habe ich ja, glaube ich, immer noch 400 Stück oder so von den Scheißteilen. Aber egal, ab zu Mr. House und weiter gehen sie mit der Hauptstory. Ich sage ja, irgendwann wollen wir auch fertig werden. Ich glaube, ich spiele das Spiel schon seit 2013. Ach du Scheiße, 3 Jahre lang, ey. Naja, das passiert, wenn man eben diese langen Pausen macht. Ab ins Penthouse. Da war der, glaube ich. Mit der Haut, ich habe gute Nachrichten. Mit dir reden wir nachher. Mit der Haut, ich habe gute Nachrichten. Bei Gamora wurden beigelegt.
Was haben Sie über die Omertas zu berichten? Nur gute Sachen. Die Omertas, die eine Verschwörung gegen sie geplant haben, sind tot. Gut gemacht. Dann machen die wohl keinen Ärger mehr. Ihr nächster Auftrag ist, die Überreste des Mojave-Verbands der Stählernen Bruderschaft zu finden und zu vernichten. Die RNK hat das vor ein paar Jahren fast bei Helios One geschafft, aber leider scheint es ein paar Überlebende gegeben zu haben. Angesichts der fanatischen Einstellung der Bruderschaft zu Technologie muss davon ausgegangen werden, dass sie sich gegen mein Regime stellen werden. Bitte kümmern Sie sich um dieses Problem. Wo soll ich anfangen? Seit 2278 habe ich 5 mobile Securitrons in der Nähe von Hidden Valley verloren. Ich erhielt kein klares Videobild der Vorfälle, aber die Telemetrie der zerstörten Einheiten legt nahe, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Offenbar hat die Bruderschaft eine Basis bei Hidden Valley. Es wird nicht einfach werden, sie zu finden, aber sie zu betreten wird richtig knifflig. Und ich bin der Meinung, ich habe auch noch eine Nebenquest für die Stählerne Bruderschaft. Das, wo ich eigentlich hin wollte, bevor ich dann auswählend in den Bunker des DLCs gegangen bin. Falls ihr euch noch erinnern könnt, das fällt mir nämlich gerade so wieder ein. Haben Sie noch Tipps für die Mission für mich? Ab und an greift die RNK Bunker der Bruderschaft an. In 4 von 6 der mir bekannten Fälle haben sich die Bunker selbst zerstört. Ich nehme an, dass das Einrichten eines Selbstzerstörungssystems bei der Bruderschaft zum Standard gehört. Passt zu ihrer kompromisslosen Natur. Das könnten Sie gegen sie verwenden. Oder töten Sie sie anderweitig, das überlasse ich Ihnen. Kehren Sie zurück, wenn Sie fertig sind. Jawohl. Dieses Legion, gemischt ein klein wenig gut, ein klein wenig böse. Aber immer noch sind sie undurchschaubar für die Leute. Aufgabe Schlägewagen. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich gar keine Chance mehr. Obwohl, die greifen mich ja nicht automatisch an, ne? Die Einschläge kommen näher. Ach ja, das war ja die NK-Quest, glaube ich. Noch was? Noch was hingeschlagen? Na, trau, schau, wem. Was war das? Es gab die NK, es gab Dings hier und ich glaube, gab es diese komischen Banditen ja auch noch. Und noch eine. Dinge, die Rums machen. Hä? Ich habe doch den Rums drin geholfen. Noch eine. Für die Republik. Ist das die NK-Quest? Was liegen die ganze Zeit viel? Noch einer! Ja. Vorsicht vor dem Zorn Caesars. Oh Mann, ich werde sterben. So viele Quests fehlgeschlagen. Sie werden mich alle hassen. Erstmal wieder zurück. Casino? Ja, Casino war ich wieder zurück. Das weiß ich, wenn man das Ewigkeit nicht mehr spielt. Caesars Kunst. Gott, habe ich so viele Quests von den Idioten bekommen? Egal. Ja, wir wissen es langsam. Quest fehlgeschlagen. So, die stählerne Bruderschaft finden und vernichten. Muss ich die vernichten? Ja, bestimmt sind die gleich feindlich automatisch. So, jetzt kann ich mich sehen, wo die sind. Die sind nicht da. Hidden Valley. Und ich bin irgendwo hier hinten rechts gewesen. Dann ist da der komische Sandsturm, wovon ich mal geredet habe. Und hier ist auch kein Punkt in der Nähe. Hier ist nur die komische Justizvollzuganstalt von damals. Und Kurzwings. Ey, dann fahren wir doch nach Kurzwings. Und außerdem gucken wir erstmal meinen Pipi-Boy 3000 nach, was ich überhaupt alles mit mir schleppe. Denn im Strip habe ich jetzt auch ein bisschen was aufgelesen. Ich will ja noch ein bisschen was mitnehmen, ne? 232, 315. Ja, kann ich wie nur ein bisschen was mitnehmen. Notfallsweise kann ich ja auch zwischendurch noch was verkaufen. Zellpistole. Naja, die so geil ist sie jetzt auch wieder nicht. Stummkarabiner. Hey, ich kann den Stummkarabiner reparieren. Das ist doch gut, dass ich den mitgenommen habe. Schaden 9, Schaden pro Sekunde 114. Boah, und ich habe genug Munition. Ja, nehmen wir den mal, ne? Den haben wir ja noch nicht genommen. Ganz einfach, stumpf, querfeld ein durchs Land. Denn ich bin ein Ödländer, ich brauche keine Freunde. Und sonst, in dem Spiel gibt es ja gar keine Roboter, ne? Ich weiß nicht gerade, wie ich auf Roboter komme, aber nur diese komischen Roboter, die Mr. House gehören und so weiter. Nicht Roboter wie hier Mr. Kutzi und so weiter, ne? Die sind ja alle völlig rausgeflogen. Nein, warum? Ich dachte, der spielt auch in den USA, bloß nur in einer anderen Ecke. Warum liebst du Mr. Kutzi nicht? Ich liebe Mr. Kutzi. Nein, das will ich noch nicht machen. Nein. Oh mein Gott. Ein Hund. Was ist denn scheiße mit dir?
Lustigerweise hier bei Fallout New Vegas habe ich nicht so Probleme, Gegner zu treffen, obwohl ich in 3D spiele, im Gegensatz zu Half-Life 2. Da treffe ich irgendwie nie was, aber da muss ich auch pixelgenau treffen. Hier hilft mir das Spiel so ein bisschen. Bei Half-Life 2, obwohl ich auf normal... Doch, auf normal... Ach nee, bei normal hilft mir das Spiel nicht. Nur bei auf einfach. Steht ja, der Computer hilft ihm beim Ziel. Oh Gott. Eigentlich ist das mega noob, aber... Ich treffe jetzt nicht in 3D, weil das Fadenkreuz ein bisschen zu weit nach rechts ist, ein bisschen weit zu links auf der einen Seite. Das heißt, ich muss auf den rechten gucken und dann ein bisschen weiter nach links zielen. Das ist ja wie die Coriolis-Kraft bei einer Sniper berechnen. Das kann ich jetzt auch nicht. Ich bin kein Waffenexperte. Gucken wir mal gleich auf die stählerne Bruderschaft uns gleich angreifen mit ihren scheiß Energiewaffen. Ich roll euch alle aus, ihr Wichser. Ich habe so viele Stimpacks, ich mache euch alle fertig. Selbst wenn ich nichts an hätte. Aber ich habe irgendwas an. Gucken wir mal, was haben wir überhaupt an? Kleidung. Was heißt Siamatre? Und Atemgerät? Das ist bestimmt kaputt. Nee. Okay. Verstärkt. Rumse, was habe ich denn? Hey, Matre ist verstärkt. Okay. Die alte verkauft? Habe ich nichts Besseres gehabt? Ist sie wirklich gut? Keine Ahnung. Wie gesagt, das passiert immer, wenn man ein Spiel nur sporadisch spielt und nicht irgendwie durchgehend so gesagt, dass ich jetzt einfach eine Session mache, 24 Stunden, ich glaube 24 Stunden ein bisschen hart, aber 18 Stunden lang das Spiel durchspielen und dann in 18 Parts zerteilen. Aber das wird auch gar nicht gehen. Irgendwann hat sie gar nicht mehr so wie Power. Ah, das ist ein scheiß Dings hier. Hier, wie heißen die Idioten nochmal? Komm. Pulverbandit, genau so heißen die Wichser. Oh, ich habe ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Lange. Der hat ja immer die Dynamit dabei. Das Gute ist, ich glaube, der ist was wert, die Dynamit. Nennen, wenn die welche hätten. Ich dachte gerade, ist das ein Typ? Nein, das ist ein Schild. 3D-Schuld. Ja, wenigstens haben wir wieder 3D, falls ihr in 3D geguckt habt. Aber das werden wahrscheinlich weniger gemacht haben und dann sind ja irgendjemand geschrieben. Aber es hat keiner geschrieben, jemand guckt beide Videos. Niemand. Warum nehme ich sie denn überhaupt auf? Ich habe schon mal gesagt, ne? Aufhören ist Kinder einfach. Und ich habe so viele tote YouTube-Channels gesehen. Also Let's Play-Channels. Deswegen mache ich auch immer weiter. Egal, ob ich jetzt schon 3 Jahre dabei bin und nicht wirklich Fortschritt gemacht habe. Aber ich habe ja schon gesagt, an sich mache ich alles falsch, was geht. Ich nehme keine neuen Spiele. Ich bin nicht auf sozialen Plattformen. Ich pushe sie nicht irgendwie hoch oder so. Ich schreibe nicht wirklich viele... Ich gucke mir zwar Videos von vielen anderen an, aber ich schreibe da kaum Kommentare unter oder so, weil, ist ja klar, die werden ja nicht aufmerksam auf dich, indem du die Videos einfach nur guckst. Du musst doch schon irgendwas hinschreiben oder so. Du musst ja nicht einfach jetzt hinschreiben, oh, besuch meinen Kanal, ich habe ganz, ganz tolle Videos. Nein, das reicht, wenn du einfach nur einen ganz normalen, positiven Kommentar oder... Normal negativen Kommentar, Hauptsache irgendein Kommentar, der Sinn macht. Schreibst im Gegensatz zum sinnlosen Scheiß. Ich überlege gerade. Komme ich hier rüber, indem ich einfach darüber laufe? Ich glaube, das geht nicht. Da haben wir extra gemacht, dass es nicht geht. Wäre auch ein bisschen unfair. Oder? Das wäre richtig dumm. Dumm. Aber naja, darauf legen die ja sowieso keinen Wert hier, ne? In Fallout Vegas. Ihr habt einen Town, der Town ist nicht so hoch wie ich. Richtig schlecht, ey. Wahrscheinlich kannst du gar nicht durch den Dings gehen, durch den Sandsturm und ich renne einfach durch. Scheiß drauf. So, pack das Spiel jetzt rum, weil es nicht eingeplant ist, dass ich jetzt einfach dahin gehe. Hallo. Wollt ihr meine Freunde sein? Hören Sie genau zu und tun Sie, was ich sage. Ihr Leben hängt davon ab. Übergeben Sie mir alles, was Sie bei sich tragen. Waffen, Munition, Kleider, Rüstung, alles. Ziehen Sie sich bis auf die Unterwäsche aus. Was geht hier vor? Besprechen wir es in Ruhe. Okay, wir sind erstmal, wir machen erstmal alles, was er will. Besprechen wir es in Ruhe. Es gibt nichts zu besprechen. Entweder Sie ziehen sich aus und übergeben Ihre Ausrüstung, oder Sie sterben. Werden Sie sich nun fügen? Ja, alles gut. Legen Sie alles ab und übergeben Sie es mir. Dann kommen Sie durch die Tür an der Rückseite der Kammer herein. Paladin Ramos wartet dort auf Sie. Vorsicht! Vorsicht! Ich liebe das, dass Sie manchmal so rumbacken.
So, optimal. Ja, sage Mittlern, dass sie Stirn und Bruderschaft kennen und sie ignorieren wollen. Okay. Wie zum Teufel sind sie reingekommen? Eigentlich hätte ich sie längst erschossen, aber ich soll sie zum Ältesten bringen. Kommen Sie friedlich mit? Ja, alles gut. Ich bringe sie zu ihm. Folgen Sie mir. Und zwar dicht, sonst werden sie erschossen. Warum dicht? Ich wollte nicht mehr folgen, das läuft alles automatisch. Im Dunkel der Geschichte. Soll ich jetzt noch Quest für euch machen, oder was? Hallo? Wie haben Sie uns gefunden, Fremder? Und sagen Sie die Wahrheit. Ich habe mich gerade umgeschaut und war bemerkt, wie Ihre Patrouille hier rausgekommen ist. Sie sind mit Ihrem Erscheinen ein großes Risiko eingegangen. Meine Haltung gegenüber Eindringlingen ist nicht sehr milde. Die Sicherheit dieses Bunkers ist mein oberstes Anliegen und ich setze alles daran, unsere Aktivitäten an der Oberfläche zu minimieren. Daher hätte ich Interesse daran, einen Außenseiter anzustellen, damit er einige Aufgaben übernimmt. Manche einfach, manche kompliziert. Zum Beispiel hat ein RNK-Ranger sein Lager in einem der Bunker oben aufgeschlagen. Ich möchte ihn loswerden. Verstanden? Verstanden schon, aber warum wollt ihr alles immer Außenseiter haben? Die Rumse auch. Außenseiter, Außenseiter. Wir brauchen einen Außenseiter. Wir gehen hier raus. Gott, die hat auch alle Probleme, ey. Ja, ich kann mich um die Ranger kümmern. Sehr gut. Ich bin interessiert daran, wie gründlich und effizient Sie diese Mission ausführen. Paladin Ramus wird Sie zum Eingang des Bunkers eskortieren und Sie dort loslassen. Beachten Sie bitte, dass ich los und nicht frei sagte. Das Wissen um die Lage des Bunkers darf Hidden Valley nicht verlassen, solange bis ich von Ihrer Kompetenz und Verlässlichkeit überzeugt bin. Zur Sicherheit wird Ihnen dieses Sprenghalsband angelegt. Es zündet, falls Sie fliehen. Erfüllen Sie Ihre Mission und Ihnen wird nichts geschehen. Nee, schon wieder so ein Scheißding. Sie finden Ihre Ausrüstung in der Truhe rechts. Kommen Sie erst zurück, wenn die Sache mit dem Ranger erledigt ist. Alles klar, ich versuche sie nicht umzubringen. Versuch es. Ich will nicht, dass die RNK auch noch böse auf mich ist. Ihr habt auch schon Feinde. Kann ich das nicht ablegen? Egal, was haben wir genommen? Den hier, den da und das gute alte Ratatap-Hum-Gewehr. Wie hieß das Scheißding nochmal? Plasma-Gewehr? Nein. Polizeipistole? Nein. Faust? Nein. Schrotflinte? Nein. War die nicht unten? Kleinkaliber-Gewehr, war es das? Nee. Irgendwas Automatisches? Schön, dass ich mir nicht mal merke, wie die Scheiße heißt. Oder haben sie mir die Waffe abgenommen? Ja, ihr könnt alles nehmen. Alles, aber nicht die Waffe. Warum gerade die? Ich würde die echt gerade nicht... Jetzt würden, sofern ich Zuschauer hätte, die sagen, oh, das ist doch ein Blindfisch. Da, siehst du es nicht? Nein, ich sehe es nicht. Ich bin blind, ich weiß. So, nimm einfach die Scheiße. Ich liebe die Pistole. Ist mir egal. Hauptsache irgendwas zum Abknallen. Hallo, ich komme wieder, meine Freunde. Und dann mache ich eure Aufträge, damit ich die anderen Aufträge auch noch machen kann. Mann, die Hauptstorys hier waren aber verdammt lange. Ja, ich glaube, ich konnte da nicht einfach so durchgehen. Deswegen, wenn wir einfach mal schnell Reise benutzen und die Aufgabe natürlich auch anmachen. So, im Dunkeln der Geschichte. Mit dem RNK-Ranger fertig werden, der in einen der Bunker von Hidden Valley ein Lager aufgeschlagen hat. Okay, also deswegen darf ich auch nicht schnell reisen. Ansonsten werde ich gleich sofort in die Luft gesprengt. Was läuft denn hier noch so rum? Skorpione. Ich mag Skorpione. Waren die immer so schwach? Ach nee, das sind ja auch keine Albinoskorpione. Rette Albinoskorpione, ne? Das sind ja die Scheißviecher, die so richtig viel Energie haben, ey. Ja, aber in den Teil ist ja eigentlich alles relativ einfach. Solange man genug Stimpaks hat. Das Problem hatte ich ja sonst immer, dass ich keine Stimpaks hatte, aber naja, jetzt habe ich ein paar Stimpaks. Hallo, ich soll dich hier verscheuchen. Notfallsweise mit einer Kugel im Kopf. Hallo. Hallo. Wolltest du dich etwa anschleichen, dreckiger Pulverbandit? Mach die Schnauze, sonst gibt's euch das Maul. Wenn sie ihr Gewehr noch länger auf mich richten, ramme ich sie in den Arsch. Ja, mächtig große Eier, Sähnchen. Ich mag das. Was kann ich für sie tun? Dumme. Wer sind sie? Dobson, der Name. Ich bin RNK-Ranger aus Camp McCarran, nördlich von hier. Geboren bin ich allerdings in Redding.
Zu viel Informationen schon. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Nun, ich dachte, ich könnte einen der Bunker hier zum Unterschlupf machen. Das schien mir angesichts der Abgeschiedenheit und der Sandstürme ideal. Dank Ihrer Anwesenheit ist es jetzt natürlich weniger abgeschieden. Außerdem funktioniert mein Funkgerät nicht und ohne taugt ein Unterschlupf nichts. Ich werde wohl noch etwas hierbleiben, nach Unruhestiftern patrouillieren und versuchen, das Funkgerät wieder in Gang zu bringen. Also weiß niemand, dass Sie hier sind? Das ist so üblich. Ranger arbeiten meistens allein und das mögen wir so. Normalerweise geben wir unsere Positionen nach McCarran durch, damit sie an andere Ranger weitergeleitet werden. Aber ich komme allein zurecht. Über so ein verdammtes kaputtes Funkgerät werde ich mir nicht groß den Kopf zerbrechen. Aber es könnte meinen Aufenthalt verkürzen. Wer sind die Pulverbanditen? Ah, das weiß ich ja. Das ist kein guter Ort für einen Unterschlupf. Ach, und warum wäre das Ihrer Expertenmeinung nach so? Sprache 50. Lüge. Ein oder zweimal im Monat nutzen Pulverbanditen diesen Bunker als Unterschlupf. Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen? Na klar. Verdammt. Ich wusste ja, dass Cooks Bande ziemlich regelmäßig hier vorbeikommt. Aber dass sie sich hier eingegraben haben, wäre ein böses Erwachen, wenn 15 dieser gnadenlosen Bastarde plötzlich um meinen Schlafsack stehen würden. Ich sollte wohl einen Hinterhalt auf einer ihrer Strecken einrichten, um ein paar Nachzügler zu fangen. Danke für die Information. Könnte mich retten. Schon ist der Typ weg. So, jetzt kann ich ja gleich hier mit Ihnen reden. Sie hören nichts. Ja? Hallo? Sie hören nichts. Okay, da muss ich doch nochmal wieder zurückgehen. Guck mal, verschlossen schwer, aber wenn ich einbreche, habe ich bestimmt das Problem, dass die Typen mich eventuell nicht mögen. Also negativ werden. Das wollen wir lieber nicht riskieren. Also gehen wir lieber ganz normal gepflegte Wege, wie das Spiel es haben möchte. Und vielleicht finden wir zwischendurch noch ein paar Monster, die wir erledigen können, damit wir Level aufsteigen, als wenn wir das auch noch unbedingt machen müssten. Nein, müssten wir nicht. Ich weiß gar nicht, war nicht irgendwas mit diesem Sandsturm irgendwie, dass er uns aufhält oder irgendwie so? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es von einem anderen Spiel kommt, wo man in den Sandsturm reingeht und dann irgendwie bewusstlos wird oder so, um dann irgendwie wieder auftaucht oder so. Das ist bestimmt hundertprozentig schon mal in irgendein Spiel aufgetaucht. Wahrscheinlich auch dieses. Wenn man da durchgeht und nicht einfach durchs Tor. Treten Sie von der Tür zurück. Der Älteste erwartet ungeduldig Ihren Bericht. Und jetzt habe ich sogar noch meine Knarre. Kann ich abknallen? Nein, machen wir nicht. Wir sind lieb und nett. Außerdem, vielleicht kriegen wir noch was von der stählernen Bruderschaft. Wie haben Sie die Situation mit dem Ranger gelöst? Der Ranger wird keine Probleme mehr machen. Denn gibt's. Was? Ich und mein Deutsch, ey. Gott, ich weiß schon, warum ich in der Schule damals so schlecht in Deutsch Noten hatte. Ich hatte mehr Fehler im Diktat als Punkte. Oh, richtig gut. Der Ranger wird keine Probleme machen, denn den gibt's nicht mehr. Weg? Warum ist er gegangen? Wie kommen Sie darauf, dass er nicht wiederkommt? Na, ich habe ihn davon überzeugt, dass es gefährlicher war, hier zu bleiben, als weiterzuziehen. Ja, Sie haben seine Angst vor Pulverbanditen sehr effektiv ausgenutzt. Im Halsband ist ein Mikrofon versteckt, wissen Sie? Als Teil des Tests. Er wird auf Abstand bleiben, Hinterhalte legen und nie ahnen, dass in diesem Bunker eine viel größere Gefahr lauert als diese Verbrecher. Gut gemacht. Da Sie die Ihnen gestellte Aufgabe bewältigt haben, gewähre ich Ihnen freien Zutritt zum Bunker. Nehmen wir Ihnen mal das Halsband ab. So, das ist hoffentlich besser. Da wir die Unannehmlichkeiten nun hinter uns haben, würde ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Schauen Sie im Kommandoraum vorbei, wenn Sie die Zeit finden. Oh, und wenn Sie uns hintergehen, dann werden wir es wissen und keine Gnade kennen. Na, alles klar. Muss ich jetzt wieder hingehen oder kann ich die gleich ansprechen? Was ich mit Ihnen besprechen will, kann noch warten, bis ich im Kommandoraum angekommen bin, Außenseiter. Ja, dann beweg dich. Los! Schneller! Oder soll ich warten? Ich warte einfach. Das geht ja in den Teil. So einfach. Bei Fallout 4 muss man ja irgendwo sitzen. Oder schlafen, natürlich. Da kannst du nicht einfach im Stehen warten. Ja, irgendwie auch stumpf, ne? Stell dich mal eine Stunde hin und warte einfach. Unsere Instrumente. Ja, hat jeder bestimmt schon mal irgendwie gemacht, weil er irgendwie abgeholt wurde oder so. Ja, das ist trotzdem scheiße. Meistens die ganze Zeit rumstehen. Die tun da so die Füße weh. Dann willst du da lieber ein paar Schritte gehen. Wo lade ich jetzt überhaupt hin? Wo ist dein Scheißbunker? Gibt's eine Wegbeschreibung? Ja, gut abgewogen.
Ich muss gestehen, dass ich nicht so recht wusste, was ich von ihnen halten soll, als sie auf unserer Türschwelle auftauchten. Aber nachdem ich es überdacht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ein Außenseiter mir momentan sehr nützlich sein könnte. Doch ich werde sie nicht zwingen, uns zu helfen. Wenn sie ablehnen, dürfen sie gehen. Aber seien sie gewiss, wir werden sie im Auge behalten. Was sagen Sie dazu, Außenseiter? Sind Sie bereit, uns zu helfen? Na klar. Dann lassen Sie mich die Lage erklären. Dieser Bunker ist derzeit abgeriegelt und niemand darf hinein oder heraus. Sie sind eine der seltenen Ausnahmen. In seltenen Fällen werden Teams entsandt, um Orte zu untersuchen oder Materialien zu bergen, die zu wichtig sind, als dass man sie ignorieren könnte. Drei solcher Teams sind unlängst verschwunden und ihr Verschwinden wurde verschwiegen behandelt, um keine unangemessene Sorge zu verbreiten. Um den Frieden zu wahren und den Vorgaben der Abriegelung zu entsprechen, muss ich jemand anderen schicken, um herauszufinden, was passiert ist. Wen denn? Mich? Ich werde so mit der Suche beginnen. Ich bin froh, dass wir auf Sie zählen können. Noch etwas. Es gibt Holobänder mit den Einsatzbeschreibungen der Patrouillen. So können Sie sie finden. Die Abschirmung des Bunkers verhindert, dass wir sie aktiv verfolgen können. Aber Ihre Positionen sollten an der Oberfläche auf Ihrer Karte erscheinen. Sollten sich unsere Befürchtungen bewahrheiten, bringen Sie bitte die drei Holobänder der Patrouillen mit. Ansonsten holen Sie unsere Brüder heim. Ich habe Befehl gegeben, Ihnen den Zugang zu der Ausrüstung zu gestatten, die unsere Späher und Patrouillen über die Jahre hinweg gesammelt haben. Gesperrte Ausrüstung dürfen Sie nicht erwerben, aber hoffentlich erweist sich das Verfügbare trotzdem als nützlich für Sie. Okay, alles klar. Ich habe eine Mission bekommen. Ich habe eine Mission bekommen. Die muss ich machen. Nein, muss ich theoretisch nicht machen. Ich kann einfach sagen... Sie sind also der Außenseiter, der sich hier frei bewegen darf. In der Not frisst der Teufel Fliegen, nehme ich an. Mein Name ist Harden. Ich bin der oberste Paladin dieses Verbandes und ich denke, wir können einander helfen. Ich weiß nicht, worüber Sie mit dem Ältesten gesprochen haben, aber glauben Sie mir, der Verband hat Probleme und er ist das Zentrum dieser Probleme. Würden Sie sich anhören, was ich zu sagen habe? Was ist denn jetzt los, Mann? Jetzt wollte ich gerade Quest machen, alles gut, alles schön, jetzt kommt der nächste Typ. Ihr habt Probleme. Und ich auch. Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, gilt für die gesamte Basis eine Abriegelung. Niemand verlässt sie, mit Ausnahme kleiner Patrouillen, nachts. Der Großteil des Verbandes ist seit Jahren hier drin und die wenigen, die zu Beginn der Abriegelung draußen waren, durften nicht zurückkehren. Die Moral ist mit der Zeit stark gesunken und viele unserer derzeitigen Paladine kennen keine Gefechte außerhalb von Simulatoren. Und all das, weil der Älteste ausdrücklich befohlen hat, dass niemand hinein oder hinaus darf. Das wird sich nur durch einen neuen Ältesten ändern. Haben Sie schon mal versucht, das mit den Ältesten selbst zu besprechen? Natürlich, sogar schon oft. Der Älteste ist jederzeit für ein Gespräch bereit und hört sich Vorschläge zu allen Themen an, außer zu diesem. Er sieht nicht ein, dass unsere Isolation uns nur schwächt. Unsere Missionen draußen sind nicht nur unsere Pflicht, durch sie bleiben wir auch stark. Und weil er das nicht einsieht, brauchen wir einen neuen Ältesten. Und ich nehme an, dass sie sich... dass sie sich selbst vorschlagen würden. Das würde ich. Ich bin der dienstälteste Paladin des Verbandes und habe erheblich mehr Kampferfahrung als jeder andere hier. Ich würde auch einen anderen Kandidaten unterstützen, aber niemand sonst hat den Mut, sich zur Verfügung zu stellen. Also bleibt es bei mir. Ich würde diesen Verband zurück auf den richtigen Weg bringen, wenn ich die Führung übernehmen könnte. Das war ja klar, dass er sich für den Coolen hält. Das ist ja meistens immer so. Der Alte ist nicht mehr vernünftig und so weiter. Und zufälligerweise bin ich der Coolste und Beste, der dafür geeignet ist. Und wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe unsere Aufzeichnungen dutzende Male nach einem Präzedenzfall der Enthebung eines Ältesten durchforstet. Ohne Ergebnis. Diejenigen, die wissen könnten, wie so etwas abläuft, sind gleichzeitig die größten Anhänger McNamaras. Also weigern sie sich, mir zu helfen. Deshalb haben wir dieses Gespräch. Es würde weniger verdächtig sein, wenn ein Außenseiter wie Sie Fragen zu diesem Thema stellt. Da der Älteste Aufgaben für Sie hat, werden seine Getreuen Sie nicht verdächtigen und Sie haben Zugang zum Ältesten selbst. Kurz gesagt, Sie sind in der perfekten Position, mir zu helfen. Werden Sie zumindest darüber nachdenken. Nachdenken, ob ich es machen werde, weiß ich nicht. Wenn, dann speichere ich ab. Weiß ich, was ich tun kann. Das muss reichen. Sie sollten zuerst mit Ramos sprechen. Als Sicherheitschef kennt er unsere Protokolle besser als jeder andere hier. Sie könnten auch in unserem Datenspeicher suchen. Allerdings habe ich gehört, dass der gelehrte Ibsen da wohl ein paar Probleme mit dem Zugriff hat.
Und falls McNamara Ihnen Aufgaben überträgt, wäre es gut, wenn Sie mich darüber auf dem Laufenden hielten. Berichten Sie mir über alles, was Sie finden. Dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Da war aber gerade auch ein Sprachfehler drin. Also eben eine Tonaufnahme, die er dann nochmal neu eingesprochen hat und wo sie das alte nicht weggeschnitten haben. Aber na, ich glaube an der Höhle von den Sprachsamples kann das schon mal passieren. Jetzt habe ich also keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Hier, Treppe nach oben. Treppe nach oben sieht gut aus. Hallo, wohin geht's hier raus? Ich will hier raus. Ich will jetzt mal die Quest machen, bevor ich mich weiter hier reinwage. Ja, das sieht gut aus. Wir sind locker bestimmt noch ein oder zwei Parts nur bei diesen scheiße Wichsern von der alten, gammeligen, verkorksten stählernen Bruderschaft beschäftigt, bis wir die ganzen Quests gemacht haben, bis wir eventuell diesem komischen Typ geholfen haben und bis wir sie überzeugt haben, ob wir ihn oder den anderen Typen, ich glaube wahrscheinlich geht das nur mit den anderen Typen, dass sie bis nach Hause überzeugen. Mann, das ist eine Scheiße. Ihr macht mich wahnsinnig, ihr macht mich wahnsinnig, super wahnsinnig mit euren Quäler an Quests. Und ich dachte, ich kriege das Spiel bald durch. Habe ich am Anfang so viele Nebenquests gemacht. Das muss ja so sein, ne? Muss ja so sein. Okay. Die ersten sind gleich hier an der Seite irgendwo krepiert. Boah, mutig mal, ne? Solange ich die Quest hier noch aktiv geschaltet habe. Wir gucken mal. Bla 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 bla. Ja, sieht's aus. Verschollen, verschollen, verschollen und optimal. Oh nein, ganz gefährliche. Wie heißt ihr? Rinderskorpione, ach ja. Meistens haben die immer diese komischen Stachel bei sich. Und die sind scheiße viel wert, aber eigentlich brauche ich ja nicht nur mehr Geld. Boah, ich bin so reich, ich brauche kein Geld. Kennt ihr irgendjemanden, der das sagt? Der sagt, oh, brauche ich nicht, ich hab so viel Geld. Ja, vielleicht. Aber dann ist er YouTuber. Als wenn jeder YouTuber so reich und berühmt wäre. Meistens so schnell reich und berühmt. Das ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Selbst Justin Bieber hat bestimmt eine lange Zeit auf YouTube rumgegammelt, bis er wirklich berühmt wurde. Oh nein. Achso, das sind Zentauren. Okay, ich dachte schon, das sind hier diese anderen Viecher. Diese Skorpione. Die sind auch scheiße, aber nicht so scheiße wie die Riesenskorpione. Okay, jetzt weiß ich, warum ihr hier gestorben seid. Weil ich ihn ja nicht anvisieren kann. Nein, ich denke, du sollst den Kopf anvisieren. Kopf! Ja, genau, den Kopf. Schön, dass man in diesen Teilen noch nicht so viel Punkte braucht für VRTS. Im Gegensatz zu... Ja, jetzt komme ich wieder mit meinem Fallout 4. Mit Fallout 4 musst du nämlich richtig dich hochpowern, damit VRTS überhaupt irgendetwas bringt. Oh, sind die armen Konsolenspieler ja voll benachteiligt. Warum? Weil die ja nicht so gut zielen können mit ihren Controller. Jetzt wird da bestimmt der eine oder andere Konsole rausschreien, oh, ich kann super lenken, super zielen mit meinem Controller. Ja, das kann sein, aber du wirst trotzdem niemals so gut lenken, visieren können wie einer mit Maus. Wow, 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 wow. Mehr Typen. Da unten sind die Typen. Guck mal, der hat sogar einen Namen. Mo. Arbeitest du zufällig in Springfield? Hat nicht mehr irgendwas mit. So, wo ist der letzte? Irgendwo da oben, ist mir egal. Hallo. Einsatz, Lasergewehr, Mikrofusionszelle. Stimmt, die kann ich aber noch nicht anziehen, ne? Ich glaube, da musst du... Ah, da muss... Okay. Ich glaube, die können wir erst anziehen, sobald wir eben... Ja, Freunde von den Idioten geworden sind. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Gut, das ist schon mal abgeschlossen. Und ich merke, oh, die Strahlbe hast du gerade gesehen. Oh, hier ist verstrahlt, verstrahlt. Weg, 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 weg. Nein, wir mutieren nicht, wir sterben einfach nur instant, wenn du zu doll verstrahlt bist. So, was muss ich mir noch einfallen machen? Genau, Red Away. Ich glaube wahrscheinlich zwei Red Aways, so doll wie ich mich verstrahlt habe. Weltkarte, wo sind die anderen denn hingegammelt? Repcon Hauptquartier? Wie, wollt ihr verarschen? Einmal irgendwo da oben bei Helios One. Warum ihr da krepiert seid, ist ja wohl klar. Sie können sich nicht wieder bewegen, wenn vier Gegner in der Nähe sind. Wo sind die Gegner? Es sind gar keine Gegner mehr. Doch, einer ist da noch, aber egal, gehen wir ein bisschen weg. Geh mal weg. So, Musik schlägt um. Dies ist ein gefährlicher Ort, Mensch. Insbesondere für Ihre Art. Sie sollten umkehren. Sonst erwartet Sie nichts Gutes. Was macht es zu einem gefährlichen Ort?
Haben Sie denn nicht Ihre Sendungen gehört? Aber warum sollte ein Mensch Ihrer Einladung überhaupt folgen? Es sei denn, er hat nicht gut zugehört. Mich das nicht die Stimme im Radio ist Tabitha, die Oberbefehlshaberin von Black Mountain oder, wie sie es nennt, Utobitha. Sie hat vor fast 2 Jahren die Kontrolle übernommen. Die Supermutanten gehorchen ihr aufs Wort und sie will, dass Menschen sofort getötet werden. Okay, klingt so, als ob sie genug von Talibi hätten. Wenn sie etwas Hilfe hätten? Hilfe würde die Chancen verbessern. Hilfe könnte den Unterschied machen. In Ordnung. Wenn Sie Ihren Job beherrschen, dann treffen Sie mich im Dorf am Gipfel, um die Details zu besprechen. Bis dahin dürfte ich einen Plan haben, falls Sie es bis dahin schaffen. Viel Glück. Für Sie ist es viel schwieriger, darauf zu kommen, als für mich. Oh Mann, doch eine Nebenquest. Oh Mann, ich wollte doch. Okay, es wird nichts. Komm, locker 10 Parts oder so. Bis ich das Spiel durchkriege, ey. Wenn die schon kommt, dann muss ich sie machen. Im Dorf und dem Gipfel treffen. Achso, okay. Optimal. Rein theoretisch könnte ich das auch Uni machen, aber weil ich immer die Sprache wieder habe, kriege ich es auch so hin. Aber wir machen erstmal hier die Quest zu Ende und ja, überall sind Feinde. Ah, jetzt taucht der Wiesn auf. Hey, du Arsch. Du blockierst meine Schnellreise. Ja, scheiß den Tower. Gibt nicht mal wirklich viel Erfahrung. Okay, 50 Erfahrung ist doch relativ viel. Gibt nicht mehr viel Erfahrung. So, jetzt lässt er mich wesentlich weg. Ab zum Repcon-Hauptquartier. Ich wüsste nicht, warum da die Typen sind, aber naja. Irgendjemand von denen wird mir wahrscheinlich sagen, warum die da liegen. Und das habe ich gesagt, hier gibt es kein Mr. Gatsi. Hier gab es doch Mr. Gatsis. Oh Gott. Wie kann ich Ihnen dienen? Okay, Wartungsroboter. Stimmt, hier war ich schon mal drin. Ich glaube, hier war eigentlich nichts Besonderes. Eigentlich. Ich muss auf jeden Fall ins Gebäude. Habe ich euch nicht schon mal hier irgendwo rumliegen sehen? So auf dem Boden oder so? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn, dann habe ich wahrscheinlich nichts mitgenommen, dass die Quest jetzt so gesagt schon verkürzen würde. Die lokale Die lokale Karte sagt, ich soll nach oben. Ins erste Geschoss. Wie kann ich Ihnen dienen? Pistoisch. Ah, stimmt, das war das mit diesem Museum und so hier. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich hier zuletzt war. Ich glaube, das war richtig, ne? Du musst es durchs stumme Museum gehen, um irgendwie dann dahin zu kommen. Glaube ich. Oder auch nicht. Oh, meine. Muss ich mir etwa wieder meinen alten Part angucken, damit ich weiß, wo ich hin muss? Nein, das will ich auch so hinkriegen. Ich hab's drauf. Ich bin der Powermann. Sag mir mal, Wartungsroboter, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wie kann ich Ihnen dienen? Nein, da komme ich ja her. Da geht's raus. Gültiges Gesichtsmuster erkannt. Ja, ich weiß, ich war schon mal hier und ich habe auch irgendetwas gemacht, aber keine Ahnung. Ist alles schon so lange her. Öffne Tür, sehr schwer. Bin ich da nicht reingegangen, weil ich damals den Dings nicht hatte? Termine verschlossen, sehr schwer. Ich hack das jetzt einfach mal. Ich glaube mal, damals... Ach, lautsch das Ding auf. Damals hatte ich eben nicht genügend Skillpunkte wahrscheinlich, um da reinzukommen. Also muss ich hier relativ früh gewesen sein. Glaube ich mal, warum soll der Scheiß sonst zu sein? Nachher ist es so, dass ich hier nicht drin war, weil da irgendwas Gefährliches drin ist. Zum Beispiel... ein Q35 Materie Modulator. Also eine Spezialwaffe. Genau, deswegen bin ich hier nicht reingegangen, weil ich die Waffe hasse. Nein, haha. Bestimmt nicht. Ich hatte einfach nur nicht genügend Skill gehabt. So, wie ist die Scheißwaffe? Da. Reparieren mit Plasmagewehr. Nicht umgekehrt, denn das geht nämlich auch. Boah, Schaden pro Sekunde 71, naja, ist eigentlich nicht viel. Ich beantworte gern. Die Waffe sieht genauso aus wie die normale. Warte ich nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Komm, hier muss doch irgendwas sein, außer die Spezialität der Spezialwaffe. Oh, Munition, aber ich glaube, das liegt eher an dem Skill, was ich noch habe, irgendwie. Die finden immer in allen möglichen Sachen, finden sie Munition. Überall. Aber Munition. Zigaretten kann man immer gut verkaufen. Das finde ich auch wieder gut bei
Fallout 4 gemacht, dass du eben direkt sehen kannst, was drin ist, dass du nicht immer so ein extra Menü aufrufen musst. Okay, hier gibt es auch wieder zu den Büros. Das war da in den Büros scheine ich schon mal gewesen zu sein, glaube ich mal. Oder? Doch, ja, natürlich. Hier war ich doch mal vor Ewigkeiten. Ich kann mich nur erinnern, da musste ich hier mal durchschleichen und so. Hallo, Mrs. Mellett. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Ja, werde ich haben. Keine Ahnung. Kann auch immer noch sein, dass der oberste Stock mich nicht mag, weil ich da kein Angestellter bin. Aber das weiß ich nicht mehr. Wir drücken aber F5, spackt das Bild einmal rum und dann hoffen wir, dass keiner uns abknallt. Wenn doch, wir haben eine starke Waffe. Zugang zum zweiten Stock ist Führungspersonal. Sorry, keine Ahnung. Tut mir leid, ich wollte gerade gehen. Ungültige Antwort. Entfernen. Okay, jawab. Ich komm wieder. Nein, ich wollte nicht das Menü aufrufen. Ich wollte gucken hier. Wo muss ich denn hin? Okay, nach da. Greif ich mich doch an, ist mir doch scheißegal. 30 Sekunden. Ah, okay, jetzt kann ich mich identifizieren. Hallo. Mögt ihr mich jetzt? Oder greift ihr mich gleich an? Ich habe jetzt eine Karte gefunden. Ich weiß jetzt auf einmal, wer ich bin. Mir ist es nur gerade entfallen. Zufälligerweise. Das war sowas von klar. Hauptsache, die Dinger greifen mich an. Ich habe gespeichert, du Arsch. Stirb, Wachwort. Ne, den laden wir einmal. Das ist das dumm. Nein, schnell speichern, genau, bevor ihr abgescannt wurden. So, dann speichern wir auch noch einmal normal ab. Wir haben noch 1000 Slots übrig und ich habe auch gleich wieder eine Stunde aufgenommen. Dann reicht das auch langsam, denn meine Batterie ist langsam leer. Hau ab! Weg. Ja, los, verpiss dich. Los, hau ab. Ich will den Koffer haben. Da habe ich keinen Stealth Boy. Ich glaube, das Ding erkennt mich aber trotzdem. Gucken wir mal. Stealth Boy war irgendwo, ich glaube, bei Hilfsmitteln. Nein, scheiße, ich habe keine Stealth Boys. Wie habe ich die mal alle verkauft? Hm, toll. Jetzt brauche ich mal so eine scheißen Drecken, Gacken und jetzt habe ich nicht sowas mit. Das ist gut. Zugang zum zweiten Stock. Nicht korrekt. Ja, ich weiß nicht korrekt. Da, das war der Schlüssel. Mann. Was geht denn hier? Alter, schnell durch. Oh, hier will mich nicht kriegen. Oh, hier krieg mich nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Der Alarm geht los. Ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt hin müsste. Also, wo der Scheiß. Nicht die Karte, die andere Karte. Irgendwo da vorne rechts oder so. Achso, hier hängt der Typ. Toll. So, ich hau da mal ab. Tschüss. Aber mehr wollte ich auch gar nicht. So, jetzt gehen wir nur noch aus diesem Gebäude raus und dann habe ich genug von diesen scheiß Trepcon und der stählernen Bruderschaft und eben alles anderen. Wie gesagt, und dann ist auch die Batterie leer. In den einen speziellen Spiel, was ich auch noch spielen werde. Ja, ich breche damit Regel Nummer 1 von mir, aber das ist mir scheißegal. Ich will das einmal ausprobieren. Mir fehlen die Glühbirnen dazu. Na, gültiges Gesicht. Vielleicht wisst ihr ja, welches Spiel es sein könnte. Ich glaube nicht, denn das Spiel habe ich nämlich auch gerade erst erkannt. Und das ist auch relativ neu. So neu, dass es noch Early Access ist. Ich habe schon gespielt und ich habe Spaß dran gehabt und dann denkt man ja eigentlich, das ist eigentlich ein perfektes Spiel zum Let's Play. Aber weißt du, weil es ja auch was mit Let's Plays zu tun hat. Naja, lebt wohl auf jeden Fall hier jetzt bei Fallout New Vegas. Ich werde meine Batterien aufladen und meine Glühbirnen regenerieren und danach sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ich bin bald durch mit diesem Spiel. Na, auf jeden Fall ist es jetzt wieder 3D im Gegensatz zu früher. Back to the 3D. Lebt wohl, Leute, lebt wohl.